1947 hat Kurt Schumacher in Nürnberg drei Sätze gesagt. Erstens, Demokratie beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und der Ehrlichkeit. Zweitens, die Demokratie kann nur leben, wenn die Menschen selbstständig sind und den Willen zur Objektivität haben. Und drittens, aber die technokratische und geradezu kriegswissenschaftliche Handhabung der politischen Mittel führt zum Gegenteil. Ich möchte sagen, wer sich über diese Einsichten kalt hinwegsetzt oder hinwegzusetzen versucht, handelt verantwortungslos und zerstört letztlich unsere mühsam aufgebaute und gefestigte Demokratie.